Guten Tag miteinander. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir etwas, wo ich mich schon sehr, sehr lange darauf gefreut habe. Ich weiss nicht, ob ihr auch so Freude habt an diesem Video wie ich, aber ich habe eine scheiß Freude. Ich habe keine Ahnung, wie es rauskommt am Schluss, ehrlich nicht. Ich habe so einen Verdacht. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert selber. Also, ihr seid jetzt gerade dabei, wir machen das erste Mal. Ich probiere das jetzt mal aus und schaue, wie gut das es kommt und wie gut das funktioniert. Was wir heute machen, oder wenn ich heute mache, ist, wir machen einen Test, wie gut oder wie viel besser sind Titan-Shims, also so die Titan-Plättchen, die man hinter Bremsklötze anmachen kann. Wie viel besser sind die als die originalen Stahl-Scheibli? Ich zeige euch ganz schnell, auf was dass ich raus will. Wir haben hier einen handelsüblichen Endless. Belag. Das ist frisch aus dem Jahres raus. Das ist der, den wir auch im Jahressinn fahren. Jetzt, ihr seht schon an den Abdrücken da hinten. Da hinten kommt etwas drauf an. Da hinten drauf ist der da. Das ist einfach so eine Platte, die so auf den Bremsklotz ankommt. Der wird so draufgeklickt und kommt so hinten an. Das Ding macht zwei Sachen. Erstens hat es noch, da habe ich bereits schon weggenommen. Das ist so, so ein Anti-Rattel-Scheibe oder so, wie so eine Art Kunststoff, ist beschichtet auch. Da ist einfach da reingeklebt. So. Das sorgt eigentlich einfach dafür, dass es ein bisschen weniger Geräusch gibt, da Ganze. Das habe ich mir eigentlich recht egal, darum habe ich es jetzt mal rausgenommen für den Versuch. Und jetzt, das hier tut natürlich ein bisschen isolieren. Da isoliert ganz bisschen. Der Bremsklotz, also wenn hier der Bremsscheibe ist, Kitz kommt hier, geht hier durch den Belag, geht so durch den Belag durch und kommt dann hier entweder in die Bremskolbe oder eben in die Flüssigkeit und so weiter. Was man hier möglichst will vermeiden, ist, dass hier hinten da extrem heiß ist. Weil die einen oder anderen haben es schon gesehen, ich blende euch das Foto gleich nochmal schnell ein, wie die Staubschutzmanschetten von der Bremskolbe können aussehen, wenn es wirklich heiß wird. Also die verbrennen einfach. Jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, wie man das kann verhindern oder beheben. Und das sind dann sogenannte Titan-Shims. Was die machen, ist, man nimmt den, der kommt so drauf an oder vorne her. Ihr seht auch, passt perfekt drin. Jetzt, was der macht, der isoliert besser. Und aus einem einfachen Grund, Titan hat ganz eine andere Wärmeleitfähigkeit wie Stahl. Also leitet Hitze viel, viel schlechter. Und wir finden heute heraus, wie viel. Weil auch da ist total unterschiedlich, was für Titan das man hat. Da gibt es von Grade 1 glaub, bis Grade 5 gibt's ziemlich alles, was es so ein Titan gibt. Da ist Werkstoffkunde, da habe ich keine Ahnung. Ich weiß einfach, wenn ich Datenblätter anschaue, dass Grade 5 sehr viel besser isoliert als Grade 1. Und schlechtes Titan isoliert ähnlich gut wie Stahl. Also macht fast keinen Unterschied. Hat eine ähnliche, oder Edelstahl, hat eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit. Und ich habe zwei verschiedene hier. Es sind zwei unterschiedliche Hersteller. Da hier, ihr seht es, da ist ein bisschen dünner wie da. Da ist 0,6 mm, 1 mm. Also allein rein von dem Material dicke her müsste das sehr viel besser isolieren wie das. Da hier ist jemand, der es aus dem Forum raus einfach macht und dort einfach die hergestellt hat. Man sieht, auch die Form ist ganz ein bisschen anders. Man sieht, der ist ein bisschen einfacher hergestellt wie der. Man sieht, der ist noch ein bisschen grösser. Das ist Hyperion Titanium, heisst es. Russische Firma. Wir haben recht gute Erfahrungen gemacht mit denen. Sie haben uns schon recht viele Sachen auch gemacht. Beim Evo haben sie für uns so Titan-Bremskolben gemacht für die Alcon-Anlage, die wir hatten. Weltklasse. Und auch sonst, ich habe noch hunderte dort über oben hängen, so hunderte Titanschrauben von innen. Das ist echt, also machen einen guten Job. Der Unterschied ist natürlich die Dicke vom Material, da wird einen grossen Unterschied machen. Jetzt habe ich hier einen Versuch aufgebaut. Total professionell, selbstverständlich. Und wir gehen jetzt ausprobieren. Zum einen, wie gut sind die von Hyperion, wie gut sind die No-Name aus dem Forum und wie gut sind die Originalen. Also wie gut schneidet das alles miteinander ab und was würde passieren, wenn man das miteinander kombiniert. Und das finden wir heute raus in einem total professionellen Versuchsaufbau und den zeige ich euch jetzt.
Und hier haben wir den absolut professionellen Versuchsaufbau. Ihr seht einmal Heißluftpistole, die kann bis etwa 600 Grad, 650 Grad kann sie, glaube ich, heizen. Dann haben wir hier selbstverständlich markiert 10 cm Abstand, weil das hat sich in Tausenden versucht. Nein, keine Ahnung, ich habe gedacht, ich nehme einfach irgendeinen Abstand. Und da seht ihr, als erstes bereits schon eingespannt. Und als letztes nehmen wir da hier. Da ist nichts anderes als so eine Pistole, die Hitze misst oder Temperatur misst. Und das Einzige, was wir jetzt machen, ist, wir heizen von dieser Seite mit der Pistole und messen von dieser Seite auf dieser Seite vom Belag, wie viel Hitze kommt da effektiv an. Ich werde die Pistole nachher einschalten, 30 Sekunden heizen lassen und nachher messen, wie viel von der Hitze kommt effektiv auf der anderen Seite vom Belag an. Das machen wir mit allen drei und können es vielleicht auch mal noch schnell kombinieren, je nach Zeit, die ich habe. Und dann schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Ich bin selber gespannt. Und los geht's. Ja, das war jetzt interessant. Selber nicht gedacht. Ein bisschen überraschend aus dem Resultat. Also nicht extrem überraschend, aber doch, ja, hätte jetzt nicht mit so extrem Unterschied gerechnet. Das Spannende ist wirklich, beide Hitzeschutzbleche unabhängig voneinander geben eine gigantische Reduktion. Also nach 30 Sekunden mit 600 Grad heizen habe ich beim Originalen, also bei der hier, kann ich mal sagen, bei dem hier, habe ich hier hinten dran 230 Grad gemessen. Was relativ viel ist. 230 Grad für die Staubschutzmanschette ist vermutlich schon fast kritisch. Dann habe ich die, ich sage dann jetzt einfach die UK-Version, das ist einfach die aus England, 1 mm dick. Nicht ganz günstig, muss man dazu sagen. Die ist nachher noch 95 Grad gewesen, hinten dran, nach 30 Sekunden. Also weniger als die Hälfte. Das ist extrem. Also es ist etwa 40%. Also es hat etwa eine 60%ige Reduktion gebracht. Nur also ein 1 mm Titanblech. Und es ist einfach dasselbe anstelle vom anderen. Der von Hyperium hat logischerweise nicht die gleiche Reduktion, weil es ist ein bisschen dünner, es ist nur 0,6 mm dick. Aber selbst dort habe ich nach 30 Sekunden noch 110 Grad hinten dran. Also auch dort weniger als die Hälfte. Das ist vielleicht eine Reduktion von etwas über 50%. Also da ist auch schon enorm. Dann habe ich beide kombiniert. Und jetzt wird es spannend. Wenn ich den hier, also das Original, nehme und das andere hinten ran mache, so, und dann messe, habe ich bei beiden gemacht, dann haben beide ziemlich genau 60 Grad. Da hinten. Also wenn man die zwei kombiniert, reduziert sich es nochmal extrem, bei der einen um etwa 40 Grad, bei der anderen halbiert sich es nochmal fast. Also, das ist enorm. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Also macht extrem viel aus, wenn man die zwei kombiniert. Warum das so ist? Ich gehe davon aus, dass Stahl vorne halt schon gewisse Hitze aufnimmt, wo nachher nicht mehr als Titan hinterher kommt und dann das Titan natürlich noch besser isoliert. Also effektiv ist der Unterschied nachher, wenn man beide kombiniert, marginal. Also dann ist der Unterschied fast identisch. Also dann sind wir gerade etwa gleich weit.
Ist noch spannend, hätte ich nicht gedacht. Weil wenn man es einzeln misst, dann ist der Unterschied schon relativ groß. Fazit. Das Fazit kann man wirklich sagen, macht so Titan-Shims hintereinander. Die kosten irgendwo 100 Euro. Irgendwo dort umeinander kostet die. Die kann man auch bei uns bestellen. Ich habe noch ein paar Sätze am Lager, ich habe noch ein paar Sätze auf dem Weg. Die kostet 100 Euro. Das war es für dieses Video. Fazit, macht Titan-Shims hintereinander. Sorgt dafür, dass eure Stabschutzmanschetten überleben, dass ihr dort kein Problem habt. Weil nur schon 0,6 mm macht einen gigantischen Unterschied. Mit dem Fazit wünsche ich euch ganz einen schönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.